Ja, hallo, da sind wir wieder, 17.03.2020 um 20 vor 12 mittags. Nur für alle, damit sie wissen, wo wir sind. In Berlin, in Deutschland. Draußen ist ganz gutes Wetter. Ich war heute Morgen schon draußen. Hallo. Guten Morgen, ihr Lieben. Guten Morgen. Peter, Grüße nach Ungarn. Ihr lebt alle noch, das finde ich gut. Ich denke auch nicht, dass wir so schnell hier nicht mehr leben. Also wir werden leben. Wir werden leben. Ja, natürlich werden wir leben. Denn Corona, einer der Coronaviren, das ist ja ein ganzer Stamm, der wird uns nicht umbringen. So, was ist also das Problem auf dieser Welt? Wahrscheinlich ganz was anderes. Hallo, hallo. Ja, könnt ihr gerne teilen, weil viele sind gesperrt. Sie können keine eigenen Videos machen, wie zum Beispiel Hagen. Hallo Hagen. Hallo Felix. Ja, also teilt gerne das Video. Ich habe ja gesagt, ich komme wahrscheinlich jetzt öfter, weil die Menschen jetzt weniger arbeiten. Das ist ja das immer, was ich gefordert habe. Ja, kommt zur Ruhe. Ihr könnt auch gerne mein Interview angucken bei Empathie. Oh, Moment, ich muss die Lautsprecher hier ausmachen, sonst hört ihr immer ein. Ich kriege hier so viele Nachrichten. So, jetzt bin ich wieder hier. Mein Gespräch bei Empathie könnt ihr angucken. Ich habe gesagt, wie schafft man es, dass die Leute irgendwie sich verändern können. Da habe ich gesagt, sie müssen erstmal zur Ruhe kommen. Und das passiert jetzt gerade. Die Menschen kommen zur Ruhe. Ich finde das sehr gut. Ich war vorhin draußen. Die Straßen waren relativ leer hier in Berlin. Ich habe nach Toilettenpapier geguckt. Ich habe noch drei Rollen, aber ich kann mir Nachschub schon irgendwie besorgen. Es war wieder nichts da. Habe meine Nachbarin getroffen. Die hat sich eingedeckt mit Paracetamol. Würde ich natürlich nicht machen. Ich habe ihr gesagt, sie soll keinen Stress machen. Aber sie ist Asthmatiker. Da habe ich gesagt, oh, dann würde ich lieber drin bleiben, weil jetzt ist auch nicht vergessen. Jetzt redet keiner mehr darüber. Aber es ist Heuschnupfenzeit. Also wenn ihr dicke Augen habt und die Nase ein bisschen läuft, no panic. Hallo, hallo, Freya, Martina, hallo. Also keine Panik, es ist Heuschnupfenzeit. Ihr seht, es ist warm draußen. Wir haben relativ frühen Frühlingsanfang und natürlich sprießt alles. Und das kommt noch dazu. Wir leben. Das nennt man Leben. Ja, ich rauche mal wieder. Ach so, ja. Und dann habe ich mir Tabak geholt. Ja, meine Sucht. Und dann habe ich festgestellt, oh, die haben auf einmal den Tabak teurer gemacht. Ob das wohl zur WHO geht? Das Geld. Habt ihr gesehen auf Facebook, da fordert die WHO auf, zu spenden? Habt ihr das auch gesehen? Man soll der WHO spenden. Ich habe ja vor zwei Videos, ja, wenn ihr auf meinen YouTube-Kanal geht, habe ich ja lang und breit erzählt, was hier mit der WHO ist. Wer ist das? Was ist das für eine Institution? Eine untergeordnete Institution von der UN? Ja, habe ich alles erklärt in dem Video. Kann man sich angucken, jetzt wo man so viel Zeit hat. Einfach auch nicht nur meine Sachen, sondern ganz viele Sachen kann man sich jetzt angucken, auch die schon vor Jahren gebracht wurden, weil wir haben ja auch jahrelang aufgeklärt. Und irgendwann war klar, dass es zu diesem Punkt kommen wird. Darauf haben sie kräftig hingearbeitet. Martina, ja, gesehen und gelacht, in Spende bin ich gewiss nichts. Alles ist teurer geworden, ja. Felix, wir bekommen doch schon, warte mal, wir bekommen doch schon genug von der Pharmaindustrie gespendet. Ja. Also auf jeden Fall, die WHO ruft zur Spendenaktion auf. Ey, Leute, also wer da 1 Cent einzahlt, der ist einfach selber schuld. Ja, bitte teilt dieses Video. Die WHO, weil wenn das auf Facebook alle bekommen, dieses Ding zum Spendenaufruf für die WHO, das ist lächerlich. Ist einfach lächerlich. Der größte Spender ist The United States of America von der WHO. Der zweite Spender ist Bill Gates und Melinda Gates, die jetzt unheimlich viel Geld machen werden und immer machen schon, ja, mit ihren Impfpaketen.
Der dritte Spender ist Großbritannien. Also Leute, die kriegen, ich habe es alles gesagt, ich habe jetzt natürlich die Zahlen nicht vorliegen, aber ich kann mich erinnern, das schwankt zwischen 4,6 Milliarden pro Jahr, über 2 Milliarden, 3 Milliarden und Bill und Melinda Gates haben wohl anscheinend, das sind halt auch solche Zahlen, die man halt findet. Und also da steht was von 18 Milliarden, die sie bekommen haben von Bill und Melinda Gates von den letzten Jahrzehnte, was ich durchaus glaube, weil wie gesagt, das summiert sich mit der Zeit und ja, die pudern sich nur gegenseitig den Hintern. Wie man sieht in Taiwan ist ja eins der größten Länder, die nicht zur WHO gehören, die auch da nicht rein, also die werden nicht reingelassen. Also China ist dagegen, sie reinzulassen, natürlich, weil es eine Republik von China ist. Und was soll ich sagen? Denen geht's gut. Die haben alles im Griff und die sind ganz nah an China dran. Uhuhu. Also ich bin nicht zufrieden damit, dass die WHO eine Pandemie ausrufen kann. Ja, also ich bin überhaupt nicht zufrieden damit, weil genau das, wenn alle immer über Deep State geredet haben, WHO ist sicherlich ein Teil davon. Ja, also die haben halt jetzt das Recht bekommen, weltweit eine Pandemie auszurufen. Und klar, es soll ja hier keiner zusätzlich sterben, aber alles andere fällt gerade hinten durch. Ja, also das kann man so nicht machen. Gut, ihr kennt ja meine Einstellung schon lange dazu. Also, dass es jetzt weltweit so ist, ja, dass wir in Geiselhaft genommen werden, dass eine Art Martial Law, das heißt Gewaltherrschaft. Also, das ist nicht gut. Da sind Gesetze, die über deine Freiheit entscheiden. Und ich denke, es hätte auch anders geregelt werden können, weil ich glaube, wir Menschen, wenn wir dann noch das Gefühl der Menschlichkeit in uns tragen, sind sehr wohl in der Lage, in solchen Situationen auch freiwillig Dinge zu tun und auch freiwillig darauf zu verzichten, rauszugehen. Das hätte also nicht so sein müssen, dass man das jetzt sagt und dass man sagt, ja, es soll keiner mehr soziale Kontakte pflegen. Das ist so ein Blödsinn. Ohne einander kommen wir nicht klar. Ihr seht ja schon, wie das mit dem Klopapier läuft, irgendwie wie verrückt. Soziale Kontakte sind das A und O des Lebens. Nochmal, lasst euch nicht so verwirren, geht zurück zu euch als menschlich, als Menschen, zurück zur menschlichen Wurzel. Scheif läuft ein Defender, wurde umgewandelt, Michael. Ja, mit dem Scheif, das weiß ich nicht so, Michael. Ich weiß Bescheid. Viele kennen vielleicht die Scheif-Gesetze nicht. Ich kann auch ganz kurz drauf eingehen, wenn ihr wollt. Ich habe es gesehen, ich habe es auch teilweise berichtet, aber ich bin mir da nicht sicher, weil die US Army Europe hat sein Logo verändert auf Facebook von Defender 2020 auf anscheinend dieses Scheif-Gesetz, Scheif-Abzeichen-Logo aus dem Zweiten Weltkrieg. Das war eine Einheit der Amerikaner, die dazu diente, die Entnazifizierung sozusagen durchzuführen hier in Deutschland. Die haben das Logo benutzt, aber das echte Logo ist schwarz und das Logo, was sie jetzt eingesetzt haben bei der US Army Europe, ist blau. So, also wenn mir jemand die Unterschiede sagen kann zwischen dem Original-Logo von Scheif, und dem blauen Logo, dem wäre ich sehr dankbar. Michael sagt, trust the plan. Ich glaube gar keinen Plan, um ganz ehrlich zu sein. Ich glaube hier gar keinen Plan, vor allem auch nicht den Q-Leuten. Ich beobachte das, ich lese es, ich höre es. Ich halte mich da erstmal zurück, was meine Meinung dazu anbetrifft. Defender 2020 ist auf jeden Fall jetzt erstmal auf Eis gelegt. Das heißt, es ist nicht komplett abgebrochen, aber es ist auf Eis gelegt. Es gibt auch gewisse Kanäle, die sagen, es soll bis Juni, Juli, sogar bis August anhalten, so eine Art von Situation. Ja.
Ich habe überhaupt gar keine Panik, wie ich es euch gesagt habe. Mir gefällt nur einfach nicht diese Anordnung von der WHO. Und diese Anordnung der WHO ist weder demokratisch noch irgendwas und die gilt fast für die ganze Welt. Und ich habe da also meine ganz großen Bedenken. Michael, ich finde, es wäre Zeit. Ja, weißt du, ich will nicht unbedingt von einer Armee befreit werden. Ne? Also ganz ehrlich, es gibt Leute, die sind da so drauf, ich nicht. Ich befreie mich lieber selber und das ist auch das, was ich allen eigentlich in diesem Moment rate. Diogenes, von wegen der Armee uns befreien, so wie er uns damals vom Faschismus befreit hat, ohne Worte. Ja, danke, Diogenes. Hier, jawohl, Charlottenburg nach Tempelhof. Ja, wir wissen Bescheid, ja. Es ist halt so, ich weiß, es gibt manche Menschen, die glauben einfach so, irgendeiner kommt und rettet uns. Der eine glaubt, der Jesus kehrt zurück, der andere glaubt, der Ami rettet uns. Ich glaube hier im Moment gar nichts. Patrick, bleibt in eurer Mitte, bleibt Mensch, geht raus in die Natur und lasst euch keine Angst machen. Ja, Patrick, ich werde auch nachher Fahrrad fahren. Man darf ja Fahrrad fahren. Bitte teilt dieses Video, weil wie gesagt, viele Kanäle wurden geschlossen. Und ich kann nur meinen Senf dazu beitragen. Ich war produktiv auf jeden Fall mit der Ping hier, die aus China und Taiwan stammt, also halb Chinesin, halb Taiwanesin. Sie beliefert mich mit vielen Informationen aus China und aber auch aus Taiwan. Taiwan, wie gesagt, geht sehr gut. Die könnten uns jetzt helfen. Das heißt, wenn mich einer sieht von der Bundesregierung oder wenn ihr das teilt auf der Bundesregierungsseite, weil Sie sollten doch bitte mal in Taiwan anrufen und fragen, wie Sie das alles hingekriegt haben. Es gibt auch Artikel darüber, die kann man natürlich lesen, aber besser ist, wenn unsere Bundesregierung vielleicht Kontakt aufnimmt zu Taiwan. Die haben nämlich keinen Stress mehr. Okay, also die gehören aber auch nicht zur WHO, ne? Also das heißt, sie wurden natürlich auch dann wahrscheinlich nicht mit diesen Tests beliefert. Und da, ich habe ja schon mal erklärt, wenn wir Tests haben, wenn wir jetzt sagen wir mal jeden Tag testen würden, wäre die Welt für immer geschlossen. Für uns Menschen, Personen. Ne? Für die anderen ist das völlig egal, für die Pflanzen und für die Tiere. Aber für uns Menschen in diesen Systemen, die wir uns erschaffen haben, ist das nun mal gerade so. Also Taiwan ist nicht unabhängig von der WHO, die lassen sie auch da nicht rein, wegen China. Und die mussten ja alleine klarkommen und haben es ziemlich gut in den Griff gekriegt. Diese Tests sind wirklich zu hinterfragen. Wer macht die Tests? Welche Firma macht die Tests? Wer darf die Tests weitergeben? Geht das an alle weiter? Wer bekommt die Tests? Sind das gewisse Länder oder nur gewisse Teile der Welt? Und wie gesagt, wenn wir jeden Tag testen würden, wären wir immer, immer krank. Das ist wie ein Herpesvirus auch. Ich bin jetzt kein Arzt, aber ich habe jetzt verschiedenste Positionen mir angehört von Ärzten und Neurobiologen und Neurologen und keine Ahnung, alles Mögliche und Virologen. Ich habe dazu meine Meinung, wir könnten immer krank werden, jeden Tag. Und das ist wie so ein Herpesvirus, der einfach da ist und bei manchen bricht es aus, bei manchen nicht. Es sterben hauptsächlich kranke Menschen. Es ist jetzt auch irgendwie da ein Artikel gewesen über einen jungen Mann, der irgendwie Mitte 20 war und oder Anfang 20, irgendein Fußballtrainer aus Spanien. Nee, der war 21, genau. Der hat die Jugend trainiert, Fußball trainiert und hat sich testen lassen. Und er war positiv und dabei ist aber rausgekommen, dass er Krebs hat. Und zwar schon sehr fortgeschrittenen Krebs und er ist gestorben mit 21, ja. Also er hätte nicht gewusst, dass er hat Lymphdrüsenkrebs gehabt und ist zum Test und war positiv und ist dann gestorben. Aber jetzt ist die Frage natürlich, an was ist er gestorben? An Lymphdrüsenkrebs oder an dem Coronavirus? Ich schätze mal, dass das der Coronavirus die Immunschwäche dann nochmal verstärkt hat und dass dieser junge Mensch mit 21, der Fußballtrainer war, man könnte davon ausgehen, dass er gesund war. Ja, aber nicht wusste, dass er eine tödliche Krankheit in sich trägt. So, und dann sind die meisten auch, die einfach, sagen wir mal, ja, wenn du Asthma hast, solltest du wirklich noch mehr darauf achten, dass du einfach aufpasst. Wenn du Immunschwächekrankheiten hast, die
was weiß ich, Tuberkulose, HIV, was auch immer, was es alles gibt, dann solltet ihr auf jeden Fall mal wirklich noch ein Schritt vorsichtiger sein. Aber das gilt eigentlich immer, weil die Grippe ist ja auch immer unterwegs und es gibt Millionen und aber Hunderttausende Bakterien und Viren auf dieser Welt, ständig und immer. Ich finde es halt eine absurde Sache. Die Impflobby wird jetzt natürlich auf den Plan gerufen. Alle suchen nach dem Impfstoff, alle suchen nach dem Impfstoff. Ihr wisst aber, dass diese Coronaviren sich immer verändern, genau wie die Influenza-Viren. Das bedeutet also, wenn sie jetzt einen Impfstoff haben, ist es nächstes Jahr wieder was Neues. Also es wird sich verändern. Sie machen unheimlich viel Geld damit und es heißt auch anscheinend, wenn man sich jetzt gegen Grippe, normale Grippe impfen lässt, würde es dann, ist man so etwas geschwächter und angreifbarer für andere Viren. Also am besten ist es, ihr ernährt euch gut und vor allem hier macht einfach mal Gehirn sauber, Cleaning, so eine Art Sauberkeit, dass ihr einfach auch in eurer Gesundheit bleibt, indem ihr einfach kräftig in den Gedanken seid. Das hört sich für viele bescheuert an. Ist aber nicht so, sondern wenn man sich ein bisschen mit Quantenphysik auskennt und auch mit Energien, dann weiß man, man schafft alles, wenn man es möchte. Im Endeffekt ist es ja nur der Glaube. Und wenn ihr jetzt an die Angst glaubt und an den Tod glaubt, dann kommt er näher und schneller näher zu euch, als es euch lieb ist. Also achtet auf die Sauberkeit eurer Gedanken. Ja, um was geht es? Wenn ihr leben wollt, dann bitte konzentriert euch darauf. Wenn ihr Angst haben wollt, dann tut das. Aber ich empfehle das nicht. Ich empfehle allen wirklich in die Liebe zu gehen, in die eigene Liebe, in die Liebe für das Leben. Und ich denke, dann geht es euch auch ein bisschen besser. Also ich war ja produktiv mit der Ping, die hier aus China ist. Wir haben also gestern und vorgestern die letzten Vocals auf Chinesisch aufgenommen. Und die sind jetzt gestern Abend ist das Ganze nach Russland gegangen, nach Moskau. Im Moment, Tori, if you see me, I hope you record today. Und ich habe es zu meiner Freundin Tori nach Moskau geschickt. Ja, das Gute ist ja, dass wir Musiker jetzt auch wenn wir nicht rausgehen können, können wir immer noch miteinander produzieren, weil wir Gott sei Dank dieses Digitale haben. Das heißt, ich kann kommunizieren mit Chinesen, mit Taiwanesen. Der Produzent dieses Liedes wird ja auch ein Taiwanese sein. Also die sind gesund da drüben. Und er wird das produzieren, wenn ich die Vocals aus Russland zurück habe. Wir bräuchten noch einen Chor, einen guten Chor. Mal gucken, vielleicht kriegen wir mit dem Chor ist es ein bisschen schwierig, weil man darf sich ja nicht versammeln so. In manchen Ländern darf man nicht mal mehr als 5 Leute zusammen rausgehen. Wir sollen ja auch einzeln einkaufen gehen und nicht mit dem Lebensgefährten, also gering halten, was da draußen rumläuft. Und ja, ich habe das Lied Light Up the World und ich kann ja mal ein bisschen vorspielen so. Wir haben ja eh Zeit, also lasst euch auch für alles Zeit, ja. Und klar, das Notwendigste brauchen wir da draußen. Und ich danke auch allen erstmal, die da draußen arbeiten und wirklich jeden Tag dastehen und das weiterhin machen. Aber hinterfragt, was notwendig ist und was nicht so notwendig ist. Ihr seht, die Bundesregierung hat selber jetzt eingeteilt, was notwendig ist und was nicht notwendig ist. Also die haben irgendwie, wissen die, was notwendig ist und was nicht notwendig ist. Auf einmal wissen sie es. Wie auch immer, macht es, wie ihr denkt. Ich lasse jetzt auf jeden Fall mal hier dieses Chinesisch, also es ist Englisch. Ich habe das Lied geschrieben. Und im Sinn des Textes wurde es auch so weiter eingesungen. Wir werden dieses Lied dann als Video machen mit 3 Untertiteln, also Englisch, Russisch und Chinesisch. Ich denke, das ist okay soweit, weil in der westlichen Welt ja auch die Spanier und die Franzosen verstehen ja doch ein bisschen Englisch. Notfalls wird das ganz sicher auch jemand in eure eigene Sprache auch übersetzen in, was weiß ich, Ungarisch oder Rumänisch oder Italienisch, Französisch. Aber Englisch, Russisch und Chinesisch, dachte ich mir, ist doch auch das, was ich gerade auch aussagen möchte mit diesem Lied Light Up the World, weil es geht hier nicht mehr darum zu gehorchen. Und das meine ich so.
weltumspannend. Denn es ist egal, welches System uns anführt. Ich glaube, es ist vorbei mit der Anführung. Und ich hoffe, ich meine, die haben es vor 70 Jahren nicht kapiert, ja, mit Führern und so. Dann vielleicht jetzt oder immer noch nicht. Aber ich hoffe es, dass ihr endlich dazu kommt, dass ihr eigenmächtig seid. Self-Government, Selbstregierung, kann man erlernen. Wäre mal an der Zeit. Ich denke, die Führer sind vorbei. Und dieses Lied, ja, soll da die Leute dazu animieren, auch mal ein paar Dinge auszuprobieren in der Zukunft. Und wir werden versuchen, ein Video zu machen. Ihr könnt mir gerne auch was zukommen lassen, weil wir wollen ein Video machen. Oder wenn jetzt jemand ein Videotyp ist, der das gut kann, der soll mich doch bitte kontaktieren. Es ist ja alles hier offen. Und wer eine Idee dafür hat, für dieses Light Up the World, dass wir wirklich eine Veränderung machen, und zwar unabhängig von den Regierungen. Wir wollen nicht mehr gehorchen, und wir wollen einfach uns selbst mehr in den Mittelpunkt stellen und mehr lernen, was Menschlichkeit ist, wieder zurück, also zurück zur Natur auch, zurück zu dem ganz entspannten Sein, ohne die ganzen aufoktroyierten Millionen von Gesetzen, die wir zu beachten haben für ein ganz normales Leben. Ja, darum geht es in dem Lied, und ich lasse es jetzt einfach mal laufen. Hört ihr was? Ich hoffe, ihr hört was. Da kommt das Russische rein, das kommt ja noch. And we make a change. Da kommt jetzt wieder Russisch. Das kommt noch. Da freue ich mich schon. Da kommt wieder Russisch. Es fehlt ja noch. Da freue ich mich schon drauf. To this one human race, so light up the fire.
正是时候以爱改变世界。Now is the time to spread your love and change the world. Ja, also soweit sind wir. Wir warten auf die russischen Vocals. Dann geht es zum Produzenten nach Taiwan und jetzt fangen wir schon an, wahrscheinlich heute Nachmittag das Video zu machen. Wenn ihr also Ideen für Bilder oder bewegte Bilder habt, die wir da reintun können, schickt mir das einfach. Ich werde ein Video machen, weil wir sollten auch dieses Video um die Welt schicken. Also dieses Lied vor allem, es wird mit Untertiteln versehen werden, sodass die ganze Welt es versteht. Und das ist unsere Message. Also wir sind die Veränderung, nicht keine Regierung, kein Bill Gates und Melinda Gates, sondern wir, du und ich. Und diese Selbstermächtigung, diese Self-Governance ist nun mal ganz wichtig. Felix sagt hier ganz viel, warte mal, ich fasse mal zusammen. Seit einiger Zeit werden Inhalte auf YouTube und Facebook durch noch empfindlicher eingestellte Filteralgorithmen auf bestimmte Worte und Themen gecheckt, gegebenenfalls sofort gelöscht oder durch Shadowban für andere nicht sichtbar gemacht. Es werden auf YouTube sogar ganze Themenbereiche untersagt und Videos zu aktuellen Themen der Gesellschaft unterbunden. Dafür werden im Videofeed auch YouTube auffallend verstärkt Inhalte der öffentlich-rechtlichen Medienanstalt automatisch vorgeschlagen. Mark Zuckerberg war gerade erst vor kurzem bei der Münchner Sicherheitskonferenz, was bei dem Corona-Theater kaum einer mitbekommen hat. Deutungshoheit in den größten sozialen Netzwerken ist somit gesichert. Großveranstaltungen, Versammlungen werden abgesagt und verboten. Mobilität und Bewegungsfreiheit eingeschränkt. Das Krisenmanagement der Bundesregierung hat bisher mehr Panik forciert als alles andere. Normalerweise sollte man erwarten, dass genau das Gegenteil passiert und eben keine unnötige Panik entsteht. Und nun erinnern wir uns noch daran, wie Schäuble bezüglich neue internationale Governance meinte, je größer die Kreise, desto größer sind die Möglichkeiten, Veränderungen durchzuführen. Danke. Danke für diese Zusammenfassung, lieber Felix. Mona, es geht raus in die Natur und schaltet ab, hört den Vögelchen zu und beobachtet sie. Ich bin immer draußen, habe einen Hund. Sehr gut. Peter Damm, ach, wenn das so einfach wäre, Kopf abdrehen und in die Waschmaschine werfen. Ich habe keine Zeit für Corona. Frühjahrsputz steht an, Martina. Sehr gut. Mahlzeit. Hallo, hallo. Ja, ab in den Wald. Ja, hallo. Ich gehe gleich mit meiner Enkelin in die Natur. Sehr gut. Über mir der Himmel und die Sonne. Sicher nicht Merkel und Co. Einfach wunderbar. Mua, danke, Hagen. Danke, danke. Gänsehaut pur, Inge. Dankeschön. Wunderschön. Dankeschön. Es tut so gut, dein Gesicht zu sehen. Da fühle ich mich gleich sicherer. Das Lied ist so tief berührend geworden. Oh, dankeschön. Auf dem Weg in die vollständige Kontrolle ohne mich, Marion. Danke, Paula. Tolle Aktion, Yvonne. Danke, danke, Yvonne. Schön, wie du das sagst, Paula. Befreien. Aber die lassen uns nicht. Es soll sich keiner befreien. Das sieht jeden Tag in der Politik. Ja, aber das machen wir einfach. Ursula, du hast eine unverwechselbare und gute Stimme. Danke. Jörg, hi, Paula. Wir spielen aktiv mit. Danke. Brigitte, das Lied ist wirklich toll, wunderbar. Danke, danke, ey, super, das freut mich. Danke, du hast wirklich eine traumhaft kräftige Stimme. Gänsehaut pur, danke, danke. Och, ihr seid ja lieb. So, ich habe Standbild. Pure Diktatur, sagt Carina. Es ist ein zauberhaft inspirierender Song, Online-Music-Partisanentum, ich liebe es. Danke. Ah, jetzt ist die Ping auch hier drin. Hey, Ping, my friends just said that our song is just wonderful. Ping, you see, we're on the right track now. Also, wenn ihr Ideen habt zu Bildern oder irgendwas zu diesem Lied, schreibt einfach nur dazu hier, Light Up the World, und schickt mir ein Bild oder ein Videomaterial oder was auch immer, was euch dazu einfällt. Wir wollen wirklich die ganze Welt erreichen. Pink wird es versuchen, in China und in Taiwan zu verbreiten. Die Tory in Russland und natürlich viele meiner Freunde, die ich in Russland habe. Und ich werde mich mit euch zusammen bemühen, dass dieses Lied auch hier im Westen überall gespielt wird. Es reicht. Es reicht. Ob du Chinese bist, Amerikaner bist oder Europäer bist, Afrikaner, Südamerikaner, völlig egal, woher du kommst. Es ist egal. Wir werden alle regiert, wir werden alle unter einer Knute gehalten und es ist jetzt einfach mal an der Zeit. Jetzt hauen sie ein bisschen bedingungsloses Grundeinkommen raus, überall oder irgendwelche Konsumchecks oder sowas. Aber darum geht es nicht. Ich denke, es geht endlich darum zu begreifen, dass wir Menschen gar kein Geld benötigen. Nochmal.
Ja, also wenn wir denken, wir brauchen etwas, dann sollten wir es einfach tun. Und dieses Geld, ihr seht ja, was an der Börse gerade passiert, schon wieder. Und das geht so einfach nicht weiter. Ja, das geht so nicht weiter. Also wir sollten da einfach mal noch ein bisschen tiefer nachdenken. Ich weiß, es fällt den meisten Leuten schwer. Und sie wollen gerne oder haben einen Traum, dass irgendein Militär sie befreit. Befreit von was? Vor dem Nächsten, der da kommt? Was ist denn mit der Revolution in Frankreich passiert? Warum ist es jetzt im Jahre 2020, sind immer noch Tausende von Menschen auf der Straße und sagen, hey, was macht ihr mit uns? Ihr besteuert uns so viel, dass wir nicht mehr, dass wir fast ersticken. Warum? Also ich meine, was ist denn da mit der Revolution wirklich passiert? Oder was ist mit der, auch, ja, hier, weil ich auch die humanistische Friedenspartei ja auch initiiert habe, was ist denn mit dem Humanismus passiert, mit der Aufklärung? Was ist denn da passiert? Ist da wirklich was passiert? Oder ist es nicht so, dass wir immer noch weiter aufklären müssen? Und ich glaube, Aufklärung hört auch nie auf. Haben wir da vielleicht einfach die letzten 200 Jahre in dieser Industrialisierung die Aufklärung überhaupt einfach verdrängt, dass wir einfach weiter und weiter gezogen sind und gedacht haben, ah ja, ist ja nicht schlimm, wenn nach der Weltwirtschaftskrise 29 irgendwie nur noch jeder zu Küchen, zu Suppenküchen gegangen ist und alles verloren hat, dann kam der Zweite Weltkrieg, kaum war es aufgebaut, wurde es wieder zerstört. Und so wird das die ganze Zeit gemacht hier. Es wird ein Grund gesucht, immer Dinge zu produzieren. Dabei sind wir wirklich Menschen gar nicht auf so sehr viel angewiesen. Natürlich, wir können also nicht draußen überleben, zumindest nicht bei diesen Temperaturen. Bei uns im Norden, im Süden sieht das anders aus. In Teilen von Afrika oder so kann man sehr wohl draußen überleben. Also jetzt wegen der Kälte und der Wärme rede ich. Hier nicht, hier brauchen wir natürlich Häuser und so weiter, aber das können wir auch alles. Ich meine, guckt euch Filme an, Dokumentarfilme über die Amish People an, ja, die leben auch ohne Geld, teilweise, nicht alle, aber teilweise. Also wir brauchen das Geld nicht. Denkt doch mal ganz tief darüber nach, weil wenn wir was erschaffen, es ist immer, ihr wart alle in den Situationen, man ist irgendwie circa 10 Mann irgendwo und alle packen mit an automatisch, weil das ist der Mensch. Ja, und bitte teilt das Video, weil ich sehe schon, also das ist einfach eine Sache, die ihr bedenken solltet. Ne? Und diese WHO, wenn die Spendengelder jetzt haben möchte von uns auf Facebook, das ist also, der Witz schlechthin. Das ist ein Witz, das ist ein Witz. Die kriegen Milliarden und Milliarden und Milliarden. Das würde sich jeder gerne wünschen. Also die brauchen gewiss am allerwenigsten Geld. Und Geld bringt jetzt auch nicht mehr Virologen oder irgendwelche Leute, Laboranten dahin. So schnell kannst du das nicht studieren. Mehr Geld bringt jetzt im Moment gar nicht viel. Außerdem holen sie ja eh dauernd Geld raus für bedingungsloses Grundeinkommen und so. Überall. Jetzt ein Land nach dem anderen. Weil es gibt ja auch gar keine Jobs mehr. Das ist alles irrsinnig geworden. Unser ganzes aufgebautes System ist zum Scheitern ja verurteilt. Wir wussten alle nicht wann. Nun haben wir jetzt, sind wir halt, schreiben wir Geschichte und jetzt kollabiert das westliche System, das sich überall reingefressen hat, also auch im Osten und so weiter nach dem Zweiten Weltkrieg. Ihr seht also, dieser Kapitalismus scheint also auch nicht die Lösung zu sein für alle unsere Problemchen. Ja, also geht in euch und checkt mal nach, was hier los ist. Wer ihr seid, was ihr bisher eigentlich alles so gemacht habt und was in euch steckt, was ihr aus nichts machen könnt. Könnt ihr überhaupt noch was machen? Viele fühlen sich auch sehr leer. Im Moment drehen auch einige richtig am Rad, wenn sie jetzt zu Hause sind und selber nicht wissen, wer sie sind, weil es ihnen immer jemand anders gezeigt hat, wer sie sind oder sie dokumentiert hat, wer sie sind. Ein Arzt hat ihnen gesagt, sie sind krank oder nicht krank. So, jetzt ist es so fast so, dass sie gar nichts. Was willst du jetzt beim Arzt machen? Dir eine Grippe einfangen? Ich glaube, ich war beim Arzt vor 12 Jahren das letzte Mal, keine Ahnung.
So ein bisschen Vertrauen auf sich selbst und dann auch wieder die alten Sachen rausholen, ja, alte Rezepte, auch was die Kräuter anbetrifft, die Tees, habe ich immer wieder in meinen Videos darüber gesprochen, ja. Hier, Freier. Aufklärung erfolgt auch die letzten Jahre immer wieder, auch öffentlich, nicht immer auf ausschließlich korrekte Weise. Allerdings wurden jene Menschen einfach weggesperrt. Manche wurden auch. Manche wurden auch gestorben, ja. Und die anderen von Skepsis geprägt, nannten uns Verschwörungstheoretiker, was mich seit Jahren schon nicht mehr kratzt. Und auch Recht gehabt zu haben, macht nicht glücklicher. Allerdings sollten alle Menschen, deren Glück aus dem Herzen generieren, fühlen und leben und Liebe und Freude und Dankbarkeit. Alla Horopoponopono. Ja, also sage ich auch. Also ich habe ja auch heute Morgen dann auf Facebook ein Lied geteilt, weil das hat auch eine Künstlerin gemacht aus Österreich mit der ganzen Familie. Und das Lied ist so süß. Ja, also das lasse ich jetzt auch mal laufen hier. Wir haben ja Zeit, wir haben Lebenszeit. So, jetzt hört mal zu, das ist so schön. Ein bisschen Spaß muss sein. Komm, schleich dich, zack, zack. Oh, no, no, no. Keine Panik, du nicht auf der Titanic. Du bist damit nicht allein. Oh No, 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 no. no. Na Corona, Corona. Oh, no, 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 no. Nicht auf der Titanic. Alleine. No, 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 no. Oh, no, 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 no. Also ist doch wunderbar. Oh, wer ist hier? Sammelboots. Hallo Paula, wurde dir schon mal gesagt, dass Rauchen sehr ungesund ist? Es ist nie zu spät, damit aufzuhören. Beste Grüße, Samuel. Danke, Samuel. Ich hoffe, du bist gesund. Ich bin es. Oh ja, das habe ich schon gehört. Einfach spitze. Oh ja, Spaß macht glücklich und gesund. Ja, das Lied ist toll. Aber Menschen müssen Miete zahlen, Essen, Geld für Kinder in den Schulen und, und. Brigitte, zahl doch einfach nicht. Wenn die anderen auch nicht zahlen, wenn man die Miete nicht zahlen kann, kann der Vermieter auch die Kredite nicht bezahlen. Und die Banken gehen sowieso pleite. Was habt ihr so viel Angst? Manchmal ist es gut, wenn etwas aufhört. Manchmal ist es gut, wenn etwas aufhört, damit etwas Neues beginnen kann. Ich rede hier die ganze Zeit davon, dass wir nichts bezahlen müssten. Denn Leben ist Natur, von der Natur geschenkt. Das kapiert nur keiner mehr und will, das geht gar nicht mehr. Dieser einfache Gedanke. Leben
Leben lassen ist schwer zu verstehen. Natürlich nach so viel Tausenden von Jahren System über System über System und Knüppel und Gewalt und Gefängnisse und Strafen. Keine Angst vor Strafen. Auf einmal geht's. Sie machen die Grenzen auf einmal zu, sonst wärst du Nazi gewesen, wenn du das gefordert hast. Auf einmal kommt Grundeinkommen, sonst bist du irgendwie ein utopischer Typ, wenn sowas kommt. Das ist doch alles lächerlich. Es ist lächerlich, das Geld an den Banken. Bitte. Okay, jetzt ein Aufruf an alle, die jetzt Zeit haben und nicht arbeiten dürfen. Für Erwerbsgeld beziehen dürfen können. Leute, lest euch bitte alles über das Geld- und Finanzsystem durch. Lest euch alles über das Kriegssystem durch, das wir seit dem Zweiten Weltkrieg durchgängig haben. Da war nie eine Pause. Ihr glaubt nur, ihr seid im Frieden, aber es ist nicht so gewesen. Weltweit werden so viele Waffen verkauft wie noch nie in der Geschichte der Menschheit. Also ihr seid doch voll gefangen in diesem System, das nie aufgehört hat. Das Gewaltherrschaftssystem über uns Menschen. Also wer braucht Geld? Bitte nutzt diese Zeit, lest Bücher, guckt euch Vorträge an, Menschen, die aufklären. Ich habe es jahrelang getan. Ich kann hiermit empfehlen, mein Interview mit dem Franz Hörmann anzuschauen über das Finanzsystem, wie es funktioniert. Ich kann empfehlen, das ist von Idealism Prevails. Ich kann ein Video empfehlen. Ich habe auf RT Deutsch habe ich den Norbert Hering interviewt über diese schleichende Bargeldabschaffung. Ja? Also kapiert, wie es hier funktioniert. Ich kann nichts anderes sagen, außer dass ihr euch informieren sollt, wie diese ganzen Strukturen ineinander greifen und es zu einem ganzen System wird und jetzt inzwischen ein globales System ist. Deswegen nicht nur, dass es um Öl und so ging immer wieder. Es geht auch um darum, ganze Länder zu versklaven, und zwar in die Gelddiktatur, in die Finanzdiktatur. Das heißt, es gibt noch ein paar Länder, wo keine Banken der Federal Reserve, die damit verbunden sind, existieren. Da wird bombardiert. Leute, die werden richtig ausgeblutet. Das ist vor allem im Nahen Osten, wo es auch, also die Moslems haben ja auch keine Zinspolitik in ihren Banken. Und da wird gebombt, da werden sie einfach umgebracht. Entweder sollst du in dieses System und du sollst dieses Schulsystem und du sollst dieses Finanzsystem einfach mit übernehmen und wenn nicht, bist du unbequem. Versteht ihr nicht, was hier läuft? Das muss doch euch mal klar sein. Ja, also deswegen plädiere ich immer wieder, wir brauchen kein Geld, wenn wir uns selbst organisieren und wir sagen, okay, jeder braucht ein Häuschen, okay, dann machen wir das aus 3D-Druckern mit nachhaltigem Hanf. Hanfmaterial oder sonst was. Wir haben alles, was es benötigt, eigentlich schon aufgebaut, um uns ein autarkes Leben zu besorgen. Für uns alle. Ich möchte niemals als Sklave von irgendwem sein. Und ich hoffe, es geht euch genauso. Ich weiß, es gibt Leute, die brauchen einfach eine Gruppe oder jemanden, an den sie sich dranhängen. Dann hängt euch aber an die richtigen Leute dran. Hängt euch an die ran, die an das wirkliche Leben glauben, an das Leben, an das natürliche Leben. Nicht an Systeme, an das Leben einer Spezies Mensch, die zusammenlebt mit Pflanzen und mit anderen Tieren. Ist das so schwer zu verstehen? Corona muss für alles den Kopf hinhalten, sagt Stefan. Corona. Andrea Greven. Liebe Paula. Ja, ich kann es nicht lesen. Ach so. Da Wahrheit genau das Thema ist, wünsche ich mir, dass du vielleicht mal über die weggeschlossenen Helden wie Julian Assange berichtest. Danke für deine Arbeit. Wir sind so viele weggeschlossen. Da sind Leute umgebracht worden. Was soll ich denn darüber reden, Andrea? Es gibt so viele Ärzte, die aufklären wollten, die sind tot. Es gibt Friedensstifter, die sind umgebracht worden. Das ist hier kein Witz.
Jetzt ist die Chance, dass viele aufwachen und viele mit den anderen zusammenstehen. Jetzt ist die Chance zu sagen, es reicht uns. Wir können keine moderne Bücherverbrennung machen und auf YouTube nicht mehr erlauben, dass man über Naturheilkunde reden darf. Ist doch krank im Kopf. Das kann doch nicht wahr sein. Versteht ihr das? Ja, der Sebastian, der Michael, hat mir noch nie jemand gesagt, dass Rauchen schädlich sein soll. Nein, natürlich nicht. Das ist eine WHO-Agenda. Meine Fresse. Entschuldigung, jetzt muss ich auch mal laut werden. Die WHO hat das im Programm. Geh auf WHO. Und dann wirst du sehen, dass die ganze Welt seit den 70er Jahren denkt, man sollte nicht rauchen. Und festgestellt wurde jetzt, dass die Raucher weniger anfällig sind für diesen ganzen Scheiß, weil sie eine dicke Schleimspur in den Bronchien haben. Jetzt muss ich aber auch mal lauter werden. Worüber reden wir hier? Hat dir noch nie jemand gesagt, dass das gefährlich ist? Was ist denn noch alles gefährlich? Na, wenn du keinen Job hast, wirst du nie was werden. Richtig? Hast du davon noch nie gehört? Die ganze Welt hat davon gehört. Wir hören ständig darüber. Auf jeder scheiß Zigarettenpackung sieht man eine schwarze Lunge, die nicht existiert. Worüber reden wir hier? Das heißt, dieser Mensch. Ich kenne ihn ja gar nicht, Sebastian oder wie er heißt. Jetzt reg ich mich schon wieder auf, weil ich das immer, ich rauche ja auch extra hier, extra. Diese Freiheit nehme ich mir aus meinem Wohnzimmer. Diese Freiheit nehme ich mir. Jetzt finde ich ihn nicht mehr, Sebastian oder wie er hieß. Auch wenn du noch zuhörst, kannst ruhig antworten. Mir ist klar, was ist das für eine bescheuerte Frage? Hast du noch nie gehört, dass es ungesund ist? Hast du noch nie gehört, dass Impfen super sein soll? Hast du noch nie gehört, dass die Armee super ist? Hast du noch nie gehört? Ich habe das alles gehört. Millionenfach. Immer rauf und runter und rauf und runter. Ja, du hast recht, Paula. Das ist nur schwierig, mehrere oder viele Menschen dafür zu gewinnen. Glaubt doch nicht alles, was euch erzählt wird. Fühlt euch selber wieder. Wenn ich mich fühle, dass ich krank bin, dann werde ich schon was dagegen unternehmen und sagen, hier stimmt was nicht. Solange aber alles stimmt und ich nicht röchel und sonst was, weil ich bin Sängerin vom Beruf und brauche genug Luft zum Atmen. Und die hole ich mir auch. Ich glaube, dass ich mehr Atemübungen mache als dieser Sebastian, damit mein Sauerstoff tief bis in die Lungenspitzen reingeht. Mein Gott, fühlt euch wieder, fühlt euch wieder. Was alles gefährlich sein soll da draußen. Gefahr. Die Gefahr ist an jeder Ecke. Das sind genau diese Menschen, die dann sagen, ah, Hilfe, 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 nix Hilfe. Hier wird gerade eine neue Weltordnung installiert und das ist aber auch alles. Du kannst doch nicht eine ganze Welt in Geiselhaft nehmen. Und wir Menschen können uns doch selber, also freiwillig schützen, muss da jemand kommen, der sagt, ihr bleibt jetzt alle zu Hause, das wird geschlossen und das wird gemacht. Es ist alles gefährlich, das wird uns alles eingeredet, konditioniert, wir werden von klein auf gedrillt, um zu funktionieren. Na, darum geht's doch hier in dem System, Andrea, richtig. Andrea hat das komplett verstanden. Darum geht es, darüber rede ich ja seit Jahren. Wenn ich sage, das Schulsystem ist scheiße. Aus den und 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 den Gründen. Da kann ich das tausendmal sagen. Weil sie es nicht verstehen, weil wir das Intus haben und sagen, aber du musst doch, aber du musst doch. Was musst du? Was musst du? Schicken die Tiere ihre Kinder zur Schule? Sie zeigen ihnen, wie man lebt. Zeigt das endlich mal wieder, wie man richtig lebt, wie man wieder ökologisch anbaut und nicht diesen Dreck und in Laboren gezüchtete Scheißdreck. Jetzt, man entschuldigt meine Sprache. Alles in Laboren gezüchtet. Na, guck doch mal, was hier passiert dann mit den ganzen Viren, die in Labors gezüchtet werden. Wozu ist denn das gut? Klar hilft auch mal eine Impfung. Ja, okay. Aber wie viel wird hier empfohlen? 39 bis 40 Impfungen werden empfohlen heutzutage. Ja, was ist das? Was ist das lebenswert? Du kannst ja gleich einen Impfchip installieren, sobald das Kind aus dem Bauch rauskommt. Was soll das? Wir vergessen total, dass wir gemacht sind für die Natur, für hier, sonst wären wir nicht da. Wir sind dafür prädestiniert, hier zu sein, weil wir atmen können.
Gibt es da noch mehr zu sagen? Freier Sammelboots. Nur die Einstellung zum Rauchen ist verantwortlich für Gesundheitsaspekte, denn ich wäre nicht am Leben, hätte meine Großmama nicht mit dem Rauchen begonnen. Ne? Du wärst nicht am Leben, wer hätte sie nicht mit dem Rauchen begonnen? Sie litt von Geburt an Tuberkulose. Als sie 18 Jahre alt war, war auch das Latein der Mediziner am Ende und ihr Arzt meinte, sie sollte rauchen, trinken, ihren Verehrer erhören, denn sie hätte nur noch 2 Monate zu leben. Sie kam 6 Monate später zur Kontrolle, weil sie ja aufs Sterben wartete. Der Arzt war verblüfft, denn durch den Teergehalt hatte sich die Tuberkulose eingekapselt. Und so on. Das Leben ist kreativ, das dürfen auch wir sein. Freya, ich danke dir für diese Geschichte. Es ist Zeit und es ist gut, dass die Leute zur Ruhe kommen. Und es ist Zeit für jeden Einzelnen und jeder funktioniert anders. Der eine ist schwach, der ist Asthmatiker, vielleicht verträgt er das Rauchen wirklich nicht, das ist nicht das Problem. Aber es ist an der Zeit, jetzt in dieser Ruhezeit zu begreifen, was in euch steckt. Ja? Was ihr wirklich, wer ihr seid, wie ihr euch fühlt, was ihr machen könnt. Ja? Und jeder funktioniert ja auch anders. Aber diese Geschichte, die die Freya gerade hier erzählt hat, ist absolut einleuchtend für mich. Und wenn mir noch einer erzählen will, das ist schädlich und jenes ist schädlich und das darfst du nicht und das sollst du nicht, das ist für dich gedacht. Du hast Angst, in dem Fall Sebastian, hat Angst vorm Rauchen, weil er das glaubt. Und so gibt es auch viele, die Angst vor diesem Coronavirus haben und dann auf einmal werden sie schwer krank. Anna, es ist eine Übung, wie folgsam wir sind. Ja, also nach meines Erachtens sollten wir eigentlich jetzt, so wie die Gelbwesten, aber das kann man von Deutschland nicht erwarten. Wir Aufklärer sagen das seit vielen Jahren. Alle auf die Straße gehen und sagen, wir machen es nicht mehr mit. Wir bauen uns jetzt einfach eine neue eigene Welt auf. Andrea, seitdem ich keine chemischen Medikamente gegen alle Wehwehchen nehme, stattdessen Nahrungsergänzung. Super. Tanja, alles Hypnose, was sie machen, ja, wenn man sich hypnotisieren lässt. Marion, das größte Massentest der Welt, weil 2015 super geklappt hat. Anna, langfristig sollen alle digital erfasst werden. Wer wie geimpft ist, wer welche Krankheiten hat, was wir kaufen und denken, wissen Sie eh schon. Und die WHO wird das kontrollieren. Genau, die WHO wird ausgebaut dafür. Genau. Andrea, ich habe das im letzten Jahr durch und das brachte mich dazu, ganz tief zu sinken. Ich dachte an Suizid und da könnte ich mich Stück für Stück aus diesem Tief befreien, alles neu zu überdenken und aus einer anderen Sichtweise. Das ist es, Andrea. Einfach mal zurück zu dir selber aus einer anderen Sichtwinkel. Nicht das, was du jetzt bist, das bist nicht du. Das ist eine Kreation von all dem, was du erlebt hast in der Schule, bei den Eltern, was du gesehen hast. Aber wer bist du wirklich? Und am Ende kommst du wirklich dazu, du bist nur ein Mensch, ein einfacher Mensch. Und das Wichtigste ist nun mal die Gesundheit. Aber die Gesundheit, weißt, ja, letztes Jahr hat die Welt hier, die westliche Welt, 8 Stunden am Tag Arbeit gefeiert. Das haben wir seit 100 Jahren. Glaubt ihr, dass 8 Stunden Arbeit am Tag und teilweise körperliche Arbeit euch nicht krank macht? Aber dafür sollt ihr nicht rauchen, dass ihr einfach 2 Jahre länger arbeiten könnt am Band oder sonst was? Das ist doch nicht gesund. Alles ist nicht gesund. Wir forcieren die Kinder schon im Kindergarten, um 5 Uhr morgens aufzustehen, damit die Mutter um 6 Uhr arbeiten gehen kann und dann den ganzen Tag in der Kita bleibt. Das ist krank, schon von Anfang an krank. Das macht nicht nur krank, das ist krank. Und jetzt fragt euch selber, wer ihr seid und welche Leere in euch steckt, wenn ihr nicht von anderem einen Befehl bekommt, etwas zu tun. Was tut ihr denn selbst? Was könnt ihr tun? Was braucht ihr denn innerlich, um einfach nur zu leben? Jetzt gibt's nichts mehr. Kein Klopapier, keine Milch, keine Mehl, kein Mehl. Und da fragt ihr euch auch, oh, von was bin ich eigentlich abhängig? Was mache ich eigentlich jeden Tag? Was tue ich denn mit meinem Leben? Da kommt die Zeit jetzt. Jetzt habt ihr Zeit, um über all das nachzudenken und herauszufinden, zu was ihr in der Lage seid.
Und wenn ihr nur in der Lage seid, jetzt irgendwie in Panik zu geraten, in Depressionen zu verfallen, Angst zu haben, was als nächstes kommt, Angst zu haben, alles zu verlieren, alles, was hier ist, gehört uns sowieso nicht. Erstmal rein politisch gesehen gehört uns gar nichts, weil sie dürfen alles jederzeit beschlagnahmen. Ja, ob das jetzt, das steht in unseren Gesetzen, im Grundgesetz auch drin, die Regierung darf beschlagnahmen, wenn es Katastrophenfälle gibt. Es ist also alles möglich jetzt im Moment. Euch gehört eigentlich gar nichts, auch wenn ihr das bei der blöden Bank abbezahlt habt. Das muss einfach klar sein. Erst wenn wir wieder in die Selbstregierung kommen, in die Selbstverantwortung kommen, verstehen wir, was wir benötigen und wie wir was aufbauen sollen. Und das können immer kleinere Gruppen sein, habe ich schon mal gesagt. Warum Länder? Warum die WHO über die ganze Welt bestimmen kann, gut, dass Taiwan draußen ist. Und Taiwan hat kein Problem mehr. Ja, also ich denke, ich komme auch wieder. Teilt bitte das Video. Ich werde es auch auf YouTube hochladen, gleich im Anschluss. Und wie gesagt, ich arbeite weiter jetzt an dem Lied. Wir werden die Übersetzungen aufschreiben, wir werden Bilder sammeln und ein Video halt erstellen. Wir warten ab, bis die russischen Vocals kommen, bis der Produzent dann anschließend das gemacht hat. Ich hoffe, dass wir das die nächsten 2 Wochen auf jeden Fall hinkriegen, was wir vorhaben. Und dann bitte ich um eure Mithilfe, dass wir da das weit verbreiten und dass alle Menschen erkennen, ob du Chinese bist, Amerikaner oder Europäer oder Afrikaner oder Inder, ist eigentlich völlig egal. Sollten jetzt aufwachen und die Veränderung selbst in die Hände nehmen. Wir sind nicht dümmer als irgendein Trump. Als irgendeine Merkel, irgendeine von der Leyen, irgendein Johnson, irgendein Xinping, niemand. Wir sind Menschen. Bleibt gesund, macht euch positive Gedanken, wenn ihr leben möchtet. Dieses Coronavirus ist nicht tödlich, nur für die, die sowieso schon sehr krank sind und sehr schwach sind. Und wir müssen sowieso immer uns verabschieden von allen, die einfach krank werden, weil sie nicht stark genug sind. Das ist das Leben. Es ist endlich. Aber Corona wird es nicht sein. Nicht die Menschheit auslöschen. Wenn, dann tun wir es selber. Also, Kopf hoch, nehmt euer Herz in die Hand, schenkt euch selber mehr Liebe und Aufmerksamkeit, tut die Dinge, die ihr noch nie getan habt. Wenn ihr ein Instrument lernen wollt, ist jetzt die Zeit. Wenn ihr singen wollt, ist jetzt die Zeit. Wenn ihr ein Buch schreiben wollt, ist jetzt die Zeit. Jetzt ist immer die Zeit. Jetzt. Nicht gestern, nicht morgen. Jetzt. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag. Fahrradfahren dürfen wir noch. Nehmt euer Fahrrad, fahrt raus und genießt das Leben. Okay? Und für alle, die krank sind, passt auf euch auf, ja?